Seid gegrüßt, Freunde der virtuellen Sonne, und herzlich willkommen bei der Bestie von Barbados, der griechischen Insel. Ein Traumparadies für Jung und Alt und vor allem für Leute mit Geldproblemen. Oh fuck, ich sollte vielleicht hier weggehen. Ich habe so eine Ahnung, dass möglicherweise irgendjemand gleich auf meinen Kopf fällt. Ja, 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 in deine Fresse! Ist er erst ausgewichen! Und wurde trotzdem erwischt. So muss es sein. Keine Munition mehr. Ja, das ist mir bewusst. So, prima. Diese große Gorilla-Bestie hier ist ein sehr großes Problem für uns alle. Die speit interessanterweise Eis. Ungewöhnlich. Aber ich will ihr nicht sagen, wie sie ihre Verteidigungsarbeiten hier zu verrichten hat. Das Vieh ist nämlich ein Viecher, welcher sein Bewusstsein behalten hat. Offensichtlich war das der erste Viecher, bei dem das gelungen ist. Visitia sprach nämlich davon in seiner letzten Aufnahme. Ah, ich hätte einen Triumphschuss setzen müssen. Mist, mach ich beim nächsten Mal. So, mein großer Affenfreund. Das kannst du doch vergessen. So, ich will ihn so ein bisschen auf Abstand haben, damit ich in sein dummes Face schießen kann. Oh, der saß. So, 4000 Schaden fast durch einen... durch einen Angriff in die Fresse. Das war prima. So, jetzt kriegt er einen Triumphschuss ab. Geilo, das hat voll gesessen. Und fucking drei Dinger davon. Das ist aber schlecht für dich. So, dann kriegt er den noch. Und jetzt bist du dran. So, er spaltet mich jetzt voll mit Eis, aber das interessiert mich nicht. Da ich invincible bin, wenn Aranea ihre Attacken einsetzt. So, ich habe jetzt irgendwas von ihm abgebrochen, sodass er jetzt geschwächt worden ist. Ich würde mal gerne so ein Ding werfen hier. Leider verfehlt. So, jetzt gehen wir in den Nahkampf, so wie sich das gehört für echte Männer. Oh, ich habe eine Idee. Wir machen das hier mal. Das wird ihm bestimmt gefallen. Er ist ein Sicher. Sicher mögen Licht. Das ging aber in die Hose. So! Kostet den Nahkampf von Prompt die Bärt. Das ist der Bärt, der Prompt hoffentlich nicht stirbt. Wir machen nicht viel Schaden, aber ein bisschen. So, er wird gleich auf uns runterfallen, schätze ich. Ja, da haben wir ihn. So, und das wird sich lohnen. Richtig schön viel Schaden drücken wir in ihn rein. Und dann setzen wir noch ein paar schöne Nahkampfattacken. Die machen überraschend viel Schaden. Meine verfickte Fresse. Was ist denn da nicht in Ordnung? Warum kriegt er so viel Schaden durch Promptos Nahkampf? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich glaube, Prompto ist aufgrund der verheißungsvollen sexuellen Aktivität zwischen ihm und Aranea, das ist dieses heiße Grail hier, sehr viel mächtiger geworden als zuvor. Es wäre mir lieb, wenn er gleich runterfällt, damit ich ihn eindecken kann mit dem Frohsinn der folgenden Attacke. Da, jetzt kommen wir doch. Und jetzt geht's los. Das wird ihm gefallen. Ich habe ihn zertrümmert. Der saß. Und jetzt gibt's nochmal einen. Und noch einen. Nein? Ach, ja, siehste. Geht doch. Prima. Dann holen wir uns direkt mal wieder ein Scharfschützengewehr hier. Das freut ihn nämlich, wenn ich ihm in seinen geilen Kopf schieße. Und der fängt gerade an zu brennen, aus Gründen, die mir klar sind. Aber das gefällt mir sehr gut. Und in der Zeit kann ich auf ihn feuern. Ich nehme direkt noch so ein Ding. Scheiße, keins mehr da. So, er setzt jetzt kein Eis mehr ein, sondern Feuer. Ich wurde Gott sei Dank geheilt. Ich will das hier haben. Darf ich? Darf ich? Genau. So, Aranea. Du darfst mal wieder ran. Und ein Triumphschuss würde ihm bestimmt sehr gut gefallen. Ich bin beeindruckt. Fuck, wo ist er? Ich sehe ihn gerade nicht. Er ist über mir. Hi. So, dann drücken wir ihm schön einen dampfenden Schuss in sein Band rein und dann noch einen. Ah, ich hab sein Bein erwischt. Das war sehr gut. Daneben. Noch ein. Scheiße, er ist ausgewichen. Jo, er ist sehr ausgewichen, sehr hart.
Ich habe die Säule hier theoretisch als Schutzschild. Ja, siehst du, das funktioniert doch. Und Aranea hilft mir nochmal. Dann gibt es noch einen Triumphschuss in seine Fresse. Boah, das fiel zäh wie Sau, ne? Das ist nicht normal. So, aber viel hat er nicht mehr. Ich darf wieder ein Scharfschützengewehr nehmen, das macht die Sache so viel angenehmer. Gerne in sein Fleisch schießen. Oh, fuck. Das hätte ich vielleicht lassen sollen. Ja, das war's. Jetzt habe ich verloren. Das Spiel ist vorbei. Ich habe 8 Phönixfedern. Vielen Dank, Phönix. Du bist ein sehr, sehr liebes Wesen. So, der hat voll gesessen. Prima. Dann kriegst du noch einen ab. Kannst nicht mal. Oh ja, der ist schön. Das wird ihm sehr gut gefallen. Und das tötet ihn. Jo. Am Ende habe ich extrem viel Schaden gemacht. Ich habe der letzte Schuss 7000 gemacht. Aber technisch gesehen hat er mich vorher getötet. Es sei denn, er hat jetzt auch noch 8 Phönixfedern übrig. Geschafft. Was? Protokoll XDA 1002. XD. Diese Japaner. Abgeschlossen. Maschine bei vollem Bewusstsein. Sämtliche Werte stabilisiert. Immortalis aktiviert. Okay. Draußen. So, die Maschine ist bei vollem Bewusstsein Immortalis. Davon lasen wir bereits etwas. Das soll ein Durchbruch sein. Und gewissermaßen durchbricht die Kreatur auch etwas, und zwar den Erdboden. Was? Oh Mann. Das ist der Prototyp? Steckt Besetia da drin? Ja, sicher. Steig auf! Da ist ein Maschinengewehr drauf. Das ist sogar eine Gatling Gun. Kann das... Ja, eine Gatling Gun. Ach ja, große Bohrerschlangenmonster. Gehört zu meinen Lieblingsgegnern, glaube ich, in diesem DLC. Das ist der einzige Bohrschlangenmonster-DLC-Gegner hier in diesem DLC. Zertrümmerte Einzelteile der Feinde, bla bla bla. Ach du meine Güte, da reicht's aber hoch. Ich werde alle vernichten, die sich mir jemals in den Weg gestellt haben und mir die Welt untertan machen. Ja, wenn du möchtest. Das ist jetzt Besidia? Sich selbst zur Waffe machen. Wie krank muss man sein? Das ist doch keine Waffe, das ist ein Arbeitsgerät. Alles fuck, klar. Das Vieh ist echt jetzt lang, ist der ne? Der ist fast so lang wie mein riesengroßer Stolz. Der ist ja riesig. That's what she said. So, ich mache kaum Schaden, es sei denn, ich treffe die rot leuchtenden Objekte, die man immer treffen muss in Spielen dieser Art. Denn glücklicherweise besiegt er ein geistesgestörter Trottel, der den Schwachpunkt seiner Kreatur hier. Das ist ein riesenlanges Ding, ne? Genau am Kopf platziert. Ziemlich dumm, aber naja. So, wir drücken mal richtig schön rein. Das ist ein bisschen wie so ein Wurm aus Dune, ein Sandwurm. So, Immortalis. Wir werden mal sehen, wie immortal du bist, denn ich sehe, dass sich dein HP-Balken bewegt, wenn ich auf dich aufschieße. Ich würde ganz gerne die kleinen Dinger ausschalten hier. Allerdings mache ich gar nicht so viel Schaden, wenn ich darauf schieße. Ich schiebe mal auf die Mitte weiter. Das hat gesessen. Waren das gerade 99.999 Schaden? Das sieht im Zusammenhang sehr danach aus. Was macht er da? Na, wie geht's dem Mädel? Oh, ich kann zoomen. Das ist ja geil. Ich sehe hier nichts. Ich glaube, er ist tot. Oh, da ist er. Ach, ich mag solche Fahrzeugpassagen immer so halbwegs gern. So, wir schießen mal auf das Ding, das hier gerade geladen wird. Dann müssen wir das ausschalten. Genau, prima, da brennt. Es funktioniert. Immer weiter so. Ja, selbstverständlich funktioniert das. Wir reden hier von... Fuck, der schießt zurück. Wir reden hier von Konto. Hältst du mich? Kommt die Wert. Beenden wir es. Ja, das ging aber schnell. Ne? Ich meine, für eine Maschine namens Immortalis
war das jetzt nicht sehr schwer. Na gut. Ach ne, ja. Dann lass uns mal ein bisschen rumficki-fickien, was? Rumtanzen. Wie ist das möglich? Vielleicht lebt er doch noch. Alter, finde er leuchtet. Das ist immer sehr schlecht, wenn Bosse leuchten. Das heißt normalerweise sowas wie in Godzilla, wie in Shin Godzilla. So, ich feuer mal hier 1000 Schadensschüsse in sein Face rein. Er hat sich auch geheilt, diese Sau. Bosse sich mal heilen müssen. Ja, das gleiche. So, er will einen Angriff laden und ehrlich gesagt würde ich den Angriff fast gerne sehen wollen. Das ist wahrscheinlich ein Laser oder so. Geiler roter Laser. Aber andererseits hänge ich ein bisschen an Araneas Leben. Nicht wirklich an Promptus. Deswegen ballern wir immer mal wieder schön in seinen geilen Rachen rein. Denn wir müssen diese absolut fürchterlich beschissen konzipierte Maschine hier einfach mal daran erinnern, dass ihr Schwachpunkt vielleicht nicht mitten im Kopf sitzen sollte. Unverwundbar. So, mein Freund. Na, jetzt hat ich wieder. So, die Gatling Gun hat auch sehr viel Muni und überhitzt nicht, was mir sehr gut gefällt. Und da lädt er jetzt. Luna sieht man übrigens da oben rechts auch. So, jetzt lädt er ziemlich lange. Das ist schlecht. Ich glaube, wir müssen uns ein bisschen beeilen. Jetzt kriege ich gleich den Arsch voll. Okay, das wird vielleicht knapp jetzt. Das ist, glaube ich, ein bisschen 63.000 Schaden. Das war ziemlich knapp. Habe ich so eine Ahnung. Beim letzten Mal sah das anders aus. So, mein Freund. Ja, und das war es mit dem Porsche Cristal Besitia. Ja, das hat mir ganz gut gefallen, muss ich gestehen. Ich mag es, riesige Eisenwürmer zu töten. Das ist mir immer ein Vergnügen. Ich hatte keine Wahl. Eine Wahl haben wir immer. Steh zu deinen Entscheidungen. Okidoki. Das ist wie Gabriel Knight. Übrigens, gehe ich Nocht und die anderen suchen. Wenn es Nocts Bestimmung ist, den Kristall zurückzuerobern, dann muss ich ihm dabei helfen. Vielleicht hole ich den Kristall ja noch vor ihm zurück. Übernimm dich nicht, Kleiner. Ich mag ihre Klamotten gern. Natürlich habe ich noch Angst, dass meine Freunde mich nicht akzeptieren, wenn sie die Wahrheit erfahren. Aber ich muss ihnen sagen, dass sie mir vertrauen können. Und auch, was sie mir bedeuten. Das ist die richtige Einstellung. Gralea liegt hinter diesen Bergen da. Aranea. Hm? Danke für alles. So, und Aranea macht jetzt was? Bleibt sie jetzt hier für den Rest des Spiels und kommt dann in Kapitel 14 wieder? Das ist wahrscheinlich die zynischste Siegesfanfare, die ich je gesehen und gehört habe. Aber ich finde sie awesome! Ja. Ich mach sie nochmal. Bum, 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 you are fucked. You are factory, pronto! You are fucking fucked. So, das war's. Das war der DLC. Wir sind jetzt mit Promptus kleiner Geschichte, die wir vorher im Spiel nicht hatten, durch. Also sehr gut. Ich überspringe das hier alles, denn das interessiert mich überhaupt nicht. Überspringen. Prima. So, jetzt geht's weiter. Wir haben Ignis und Gladios Blickwinkel gesehen und... Oh, jetzt sehen wir Prompto wieder. Das spielt in der Zukunft. Bitte vergib mir.
Prompto. Ich hätte gleich merken sollen, dass du es bist. Ja, also wirklich, Mann. Das war ein echter Schock für mich, wo wir uns schon so lange kennen. So ein Quatsch. Ich bin doch auch drauf reingefallen. Wenn das hier alles vorbei ist, dann will ich in einer Welt ohne Grenzen leben. Wie? Herkunft ist doch egal. Bestimmt wirst du der König, der der Welt endlich Frieden bringt. Ach was. Hilfst du mir? Allein schaffe ich's nicht. Bin dabei. So, jetzt haben wir Promptos Blickwinkel auch gesehen, die Szene eben. Passiert ein bisschen später als das, was wir gleich sehen. Aber ist ja nicht so schlimm. Nein. So, prima. Wir haben 2 Stunden gebraucht dafür ungefähr. Wir haben fast alle Nebenmissionen ignoriert. Und jetzt, wie gesagt, wir haben Gladio und Ignis gesehen, was sie machen. Sie haben die Aufzeichnung zu Ravus gefunden. Ravus hat sich nämlich gegen den Kaiser gewandt und Noctibert endlich als König akzeptiert. Dann haben sie den Kaiser in seiner Sicherform bekämpft. Und man hat unter anderem auch sehr viele Aufnahmen der Bevölkerung gehört im Radio. Dementsprechend wissen wir jetzt auch ungefähr, was vorgefallen ist in Granlea mit der niflheimischen Bevölkerung und auch mit dem Militär. So, das heißt, nach Ignis und Gladio und jetzt der Episode Prompto geht es jetzt weiter mit Noctibert und wir müssen rauskriegen, was Noctibert gerade in Granlea, in wir müssen rausfinden, was Noctibert gerade in Aranea treibt. Du bist so tief drin in Aranea. Was? In Granlea treibt natürlich, nicht Aranea. Obgleich ihn das wahrscheinlich nicht stören würde. Ich meine, seine Frau ist ja tot! Und Aranea lebt und ist warm und zornig. Ein zorniger, zorniger Mensch. So. Jetzt wird's problematisch, denn jetzt kommen eigentlich nur noch Bosse, die richtig, richtig räudig werden. Die mich wahrscheinlich mit jedem Angriff töten und die sehr problematisch werden, wenn ich nicht genug Stärke habe. Tja, das kann was werden. Der nächste Boss wird absolut fürchterlich werden, glaube ich. Ich muss versuchen, den nächsten Boss während des Kampfes irgendwie zu lernen. Damit ich euch nicht so lange quäle. Ich könnte vielleicht Zauber anmischen, aber ich weiß gar nicht, ob der wirklich eine besondere Schwäche gegen irgendein Element hat. Abgesehen vielleicht Lichtzauber, aber davon habe ich eigentlich nur einen. Das wird interessant werden auf jeden Fall. So, jetzt geht's weiter mit Noctis. So, Noctis hat in der Zeit, in der Ignis und Gladio durch die Hallen, durch die heiligen Hallen gewandert sind, hat er sein Schwert bekommen, das Schwert des Königs. Er hat es aus den kalten, toten Händen von Ravus genommen. Hier sehen wir die Klinge. Man hat auch ein paar Aufzeichnungen von Ravus lesen können. Und ich vermute, wir könnten uns die sogar ansehen, oder? Können wir zurückgehen? Das ist sehr interessant. Des Weiteren haben wir nun auch den Ring. Der Ring der Luzis. Den werden wir auch noch nutzen, keine Bange. Also ich glaube, wir können nicht zurückgehen. Oh, hier ist übrigens der Thron des Kaisers. Den habe ich komplett vergessen. Genau, hier ist der Kaiser, beziehungsweise seine wunderschöne Kleidung. Sein Thron sieht sehr geil aus.
Denn den Kaiser haben wir ja schon gesehen. Der hat sich verwandelt in einen Fledermaus-dämonischen Sicher. Ehrenorden des Imperiums. Den will ich mir mal kurz ansehen. Das ist jetzt sehr interessant. Das Item habe ich nämlich noch nie aufgesammelt. Noch niemals. Ein Orden des Imperialen, ein Orden der imperialen Soldaten, für außerordentliche Verdienste verliehen, der für außerordentliche Dienste verliehen wird. Er hat einen hohen Verkaufswert. Das ist im Grunde das Eiserne Kreuz mit Schwertern und Eichenlaub in Gold. Genau, das dürfte es sein. Also der höchste Orden, den die haben. Diese heißen Hobos. Ich bin sehr, sehr interessiert. Wir sind auf jeden Fall in Segnautus gerade, oder? Ja, wir müssten im Schiff sein. Im Luftschiff. Denn der Thron befindet sich hier, soweit ich mich entsinne, in dieser Segnautus. So, ich habe das Schwert bereits. Ich kann hier nicht runter. So, wenn ich mich recht entsinne, war es ja so in der letzten Sequenz, dass Rabus müsste da unten sein. Er hat ja gekämpft gegen die Todesäbte, gegen diese Siecher, Nekromantenviecher, nachdem er beschlossen hat, ihn hier umzubringen, den Kaiser. Das ist sehr interessant, dass das hier fliegt. Very interesting. Und dann wurde er hier runtergefeuert, runtergeschmissen. Das bedeutet, er müsste dort unten rumliegen eigentlich. Die Frage ist, ob wir da noch hinkommen und seine Aufzeichnung lesen können. Das wäre ganz nett. Wenn es nicht geht, dann geht's halt nicht. Dann pisse ich da drauf. Ich pisse da drauf. Ich pisse euch die Augen aus. Was ist das denn hier? Keine Ahnung. So, na gut. Es scheint nicht zu funktionieren, aber es bedeutet uns auch nichts, denn wir sind beinharte Boys und beinharte Girls. Da unten liegt ein Item. Ja, ich glaube, der liegt hier unten irgendwo, der Leichnam. So, ist ein bisschen schade, dass wir das nicht lesen können, ist aber auch nicht allzu tragisch, denn dadurch sparen wir uns ungefähr eine Stunde an beschissenem Rumgerenne durch Drecksgänge, ohne dass wir uns wirklich wehren können. Also Kapitel 13 hatte sehr interessante Informationen. Allerdings war spielerisch kompletter Trash. Deswegen ist es auch ganz gut vielleicht, dass wir nun den Großteil dieses ganzen Schunds übersprungen haben. Zur Effektivität der in Luzis eingesetzten Störsender. Die zur Ausschaltung des insomnischen Walls entwickelten Störsender werden gegenwärtig auch im Kampfeinsatz getestet. Bei Gefechten mit Kriegern der Königsglewe. Genau, die Königsglewe ist eine Sondereinheit Insomnia gewesen oder des Luzischen Königreichs gewesen. Unter anderem kämpften Crow und Nyx und Drautus eben in dieser Einheit. Ziemlich krasse Leute, die auch in der Lage waren, Schwerter zu beschwören und Magie zu wirken. Also die ähnliche Fähigkeiten hatten wie Noctibert und seine Truppe. Königsglewe war es uns auf diese Weise möglich, Warps und Magie zu unterbinden. Es ist daher wahrscheinlich, dass diese besonderen Kräfte der Gleven aus derselben Quelle gespeist werden, wie auch der Wall. So, und diese Unterdrückung der Magie und der Waffenbeschwörung wurden auch wir hier gewissermaßen wurden auch wir zuteil, denn irgendwas hat Aden mit uns gemacht, sodass wir die Waffen nicht nutzen konnten. Auch Ignis und Gladio konnten die nicht nutzen. Und es war erst wieder möglich für sie, ich fürchte, du sitzt in der Falle, Waffen zu beschwören, als Aden es ihnen wieder aus irgendeinem sonderbaren Grund erlaubt hat. Er treibt schon wieder Schindluder mit uns. Noch eine Falle. Ach du Kacke. Das ist überhaupt nicht gut. So, wir zeigen jetzt mal, was wir können hier. Los! So, der wird zermalmt. Oder bist du zum Vergnügen hier? Das ist überhaupt nicht gut. Wir setzen mal den Ring ein. So, das war's mit dir.
So, jetzt haben wir ein bisschen mehr Platz. So, wir nutzen den Ring. Und versuchen die zu töten, die Kreaturen. Wir saugen mal die Lebensenergie aus ihnen raus und man sieht, wie sie sich auflösen und immer dürrer werden. Das ist ziemlich krasser Scheiß, ehrlich gesagt. So, jetzt weiß ich nicht, wie ich hier rauskomme. Gladio, schalt es ab. Oh, das Gladio. Bist du dir sicher? Ja, ich glaube, es ist der Grund, warum wir hierher geführt wurden. So, ich versuche den. Ah, ich muss aufpassen. Wenn ich die Wände hier berühre, dann kriege ich große Probleme. Und es wird ziemlich eng hier gerade. Oh, vielen Dank. Die haben mir gerade den Arsch gerettet. Wie seid ihr hierher gekommen? Gern geschehen. Ja, ja, danke. Nachdem wir draußen von dir getrennt wurden, hat Aden uns hierher geleitet. Der Mistkerl spielt mit uns. Aber wenigstens sind wir wieder zusammen. Alle bis auf Ponto. Ach, wie schön. Endlich nicht mehr alleine, was? Aber was ist mit Ponto? Ohne ihn ist eure Gruppe doch nicht vollständig. In der Tat, oder gewährst Ponto? Du mir die Bitte, in eurem Bunde der Vierte zu sein? Ohne Ponto fehlt hier natürlich was. Es fehlt der Typ, der permanent Bilder macht. Obgleich, wenn man ganz ehrlich ist, wir brauchen Ponto gar nicht. Wir können das selbst tun. Allerdings sind die Bilder, die ich mache, immer so schlecht. Ich versuche jetzt gerade Gladio zu fotografieren. Und ihr seht, da, ich habe ein Bild von Gladio. Wir gucken uns mal das Bild von Gladio an. Wie man merkt, Noctibert wird immer besser mit seinen Bildern. Eigene Fotos. So, das letzte Bild. Hier sieht man Gladio drauf. Ja, komm, das kann man doch schon fast vergleichen mit einem Bild von Prompto, oder? Hier ist er nicht drauf. Ja, auch nicht. Ja, auch nicht. Oh, das ist ein schönes Bild. Okay. Ja, also mal ganz ehrlich, wenn das kein gutes Bild von Gladio ist, weiß ich auch nicht. Also eigentlich brauchen wir Prompto schon gar nicht mehr. Aber okay, dann gehen wir mal und holen ihn. Immer das Gleiche. So, können wir Gladio ausrüsten? Er hat sein Genji-Katana. Wir können es nicht umrüsten, aber er hat sein Genji-Katana. Deswegen ist es mir scheißegal. Das ist eine der besten Waffen überhaupt. So, Kombinationsgabe hat er im Moment. Ich glaube, er kann auch keine andere Limit-Attacke nutzen. Weil er ein bisschen zu blind für alles andere ist. So, ich bin sehr froh, dass wir das vorherige Kapitel 13, wie wir es kannten, überspringen können. Ich hätte gern die Szene mit Ravus gesehen. Stattdessen haben wir eine neue Szene mit Ravus bekommen, was auch ganz nett ist, ehrlich gesagt. Vielleicht auch besser, das im Bewegtbild zu sehen, als nur ein paar Dokumente zu lesen. Autorisierungsfehler. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte Stufe 6. Da scheint jemand drin zu sein. Fragt sich nur, wer. So, ich sehe hier. Da oben sieht man was, glaube ich. Ich glaube, da war jemand eingepfercht. Wie ein winzig kleines Katzenbaby. So, dann suchen wir uns mal ein bisschen um. Hier. Bist du sicher, dass du da lang willst? Ach, wie langweilig. Unterhalte mich. Ein toter Siecher. Ein Goblin. Interessant. Sehr interessant. Da ist noch ein Siecher. Sind die Siecher tot? Oder leben die noch? Weil normalerweise, wenn Siecher sterben, lösen die sich doch auf, oder nicht? Ich habe so eine Ahnung, dass die mir gleich hier in den Nacken springen. Da ist noch ein Siecher. Boah, diese Drecksgoblin, Gakimesera-Arschgeigen. Was haben wir hier? Wir haben Ponto gefunden! Hey, alles okay? Ponto, bist du verletzt? Nein, keine Angst. Noct. Vielen Dank. Oh. Noct. Hast du dir Sorgen um mich gemacht?
Ich bin mir nicht sicher, bist du echt? Blöde Frage. Natürlich habe ich das. Ist das der Echte? Ich wusste, dass du kommst. Ich habe fest daran geglaubt. Pronto. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich Pronto ist gerade. Dass ich nicht sterben darf, ohne dir zu sagen, dass du mir vertrauen kannst. Vergib mir. Ach was. Ich wusste, du kommst. Ich bin mir nicht sicher, ob das Prompto gerade ist. Wir können seine Waffe nicht wechseln. Ich bin mir wirklich nicht sicher gerade. Wir müssen ein bisschen auf Prompto achten. Denn da stimmt, glaube ich, was nicht. Ey, wir haben 406 Leben. Das ist richtig kacke. Wir müssen unbedingt diesen Magiehammer, der uns davon abhält, unsere anderen Waffen, vor allem unsere Königswaffen zu nutzen, ausfindig machen und ihn zerstören. Weil wir mit 406 Lebenspunkten gar nichts machen können. Wir kriegen gar nichts damit hin. Vor allem, wenn wir den nächsten Boss machen müssen. Boah, das wird richtig scheiße. Das sind 2000 Lebenspunkte, fast zu wenig. Also, wie kommen wir da hin? Autorisierungsfehler. Okay. Zugangsberechtigung dieser ID-Karte, Stufe 6. Warte. 6. Ohne Waffen sind wir geliefert. Ja, und wie? Wie viel Zeit haben wir noch? 20 Minuten. Ja, das kriegen wir hin. Ich bin so froh, dass ich das ursprüngliche Kapitel 13 nicht spielen muss. Das ist so angenehm. Nockt. Hörst du das? Was denn? Dasselbe Geräusch wie im Zug. Unmittelbar bevor du keine Waffen mehr beschwören konntest. Ah, okay. Es ist ganz nah. Der Störsender hier irgendwo. Vielleicht kriegen wir so deine Kräfte zurück. Wir sind das nah. Ist doch der Thron wieder. Das hier? Abgeschlossen. Jetzt der Thronsaal zu. Das Geräusch kommt von drinnen. Wir müssen da rein. Lasst mich. Ich glaube, es ist doch Prompto. So eine Ahnung, dass es doch Prompto sein kann. Ey, dieses Gehirngeficke von Arden. Haben sonst eigentlich. Ja, ist Prompto, hundertprozentig. OMI. Ach wirklich? Habe ich noch nie drauf geachtet. Not. Ich bin aus Niflheim. Aber auch wenn ich hier geboren wurde, fühlte ich mich nie mehr zu Hause als mit euch zusammen. Ihr seid mehr als nur meine Freunde. Uns ist doch völlig egal, wo du geboren wurdest. Du musst dich nicht erklären. Wir vertrauen dir, Prompto. Danke. Ich hatte Angst vor meiner Vergangenheit. Seit wann ist die Abstammung überhaupt so wichtig? Du hast mich schließlich noch nie wie einen Prinzen behandelt. Ja, stimmt. Verhältst dich ja auch nicht wie einer. Genug jetzt. Komm, mein luzischer Freund. Ist einer von uns. Das ist eine süße Szene hier. Das wäre also vom Tisch. Prima. Im Kontext mit dem DLC von Prompto ergibt das alles viel mehr Sinn und macht einen viel besseren Eindruck. Insofern, bravo! Jetzt gibt's eine nicht sarkastische Siegesfanfare. So, lass uns weitergehen. Oh, das sind die heißen Klamotten wieder. Prima. Sein Thron sieht übrigens saugeil aus. Bam! Das wollte ich schon immer mal machen. Computer zerstören mit einem Schwert, das sich aus dem Nichts materialisiert. Hat's funktioniert? Die Maschine steht still. Nockt, sind deine Kräfte zurückgekehrt? Ja, bitte, ja, bitte, aus. Ja, bitte, okay. Ja, gib mir mein Schild. Oh, mein Schild!
Alles beim Alten. Ein Pay. Gehen wir. So, das macht den Kampf, den nächsten Bosskampf jetzt sehr viel möglicher. Rufen, um mich zu teleportieren und so Schwachsinn dergleichen zu tun. Das lassen wir aber. So, ich kann mich endlich wieder ausrüsten, wie ein echter Kerl. So, Ultima-Klinge. Sie ist wunderschön. Den Schild. Warte. Den. Wo ist der Schild? Schild der Gerechten. Gib mir Lebenspunkte dazu. So, das hier ist das Schwert unseres Vaters. Schwert des Vaters. Das Schwert eines Königs, das Schwert eines Königs, eines Vaters, der schweren Herzens das Licht aufzog, das die Rettung der Welt sein würde. Es stärkt alle Statuswerte. So, gib mir 100 Angriffspunkte und 100 Magie dazu, wenn wir das abrüsten würden, diese wundervolle Klinge, dann würden wir 0 Angriffe haben. Mit dem Ding haben wir 19 Stärke. Ziemlich geil. Natürlich liegt das an unserem Schild, der uns alles andere wegnimmt. So, und hier haben wir den Ring. Ring der Luzis. Ein mysteriöser Ring, den Noctis von Luna erhalten hat. Er ist seit Generationen das Symbol der des luzischen Königs und ausschließlich ihm vorbehalten. Ausgezeichnet. So, und dann rüsten wir uns noch den Silberreif aus, denn dadurch kriegen wir 2000 HP. So, nice. Sorry. Sehr gut. Ich echt nicht in Ordnung von dir, Noct. Fucking Faggot. Was ist das denn? Was ist mit dem denn? Okay, höchst interessant. Ein Eisengigant mit einem anderen Namen, als ich gewohnt bin. So, wir gehen mal weg hier. Immer. Das hat gut funktioniert. So, dann töten wir zuerst mal diese ganzen kleinen Sprallos hier. So, Ines ist tot. Prompto ist auch tot. So, ich rette Prompto mal kurz. Und dann gehen wir mal kurz auf Prompto, das habe ich vergessen. Und geben ihm seine neue Waffe. Die Waffe hier hat er erhalten im DLC. Das ist das Löwenherz. Der Prototyp einer neuen Waffe mit überragenden Einsatzmöglichkeiten. Der vernichtende Schaden steigt enorm, wenn die LP des Trägers einen bestimmten Wert unterschreiten, was permanent passiert, da Prompto fast immer tot ist. Danke, Noct. So, wir werden ihn mal aussaugen. Denn der Ring der Luzis wird bestimmt einigen Schaden verursachen an diesem großen, fetten Mann. MP-Starten leider. Oh, ich habe ihn gekontert. Das war ja nice. So, dann würde ich sagen, kommt ein netter Dämmerbrecher zum Einsatz. Der hat voll gesessen. Ausgezeichnet. Oder ausweichen. Ich werde ihn weiter aussaugen, glaube ich. Ich mag das Aussaugen. Das gefällt mir. Das sieht lustig aus. I like that. So, und der Gegner wird immer schwächer werden, wird immer dürrer werden und irgendwann ist von ihm nicht mehr so viel übrig. Das machen wir nochmal hier. Ich würde ihn gern einsaugen, den Kerl. Und wir haben ihn gleich in uns aufgesogen. Wir brauchen ein bisschen MP. Oh, wir kriegen die Möglichkeit zu beschwören. Das machen wir einfach nochmal. Der Gegner ist tot, aber ich will trotzdem die Beschwörung sehen. Unser erstes Mal, dass wir Shiva beschwören. Sie wird uns nicht helfen, weil der Gegner tot ist, aber ich find's trotzdem awesome. Oh Gott, Noct, das dreht so hart der Arsch ab. Ah, sehr gut. Eine heiße Reversed Orgie hier. Reverse Gangbang mit ganz vielen Shivas. So, dann frieren wir hier mal die Segnautus-Festung ein. Na, siehst du. Oh, da sind noch mehr Gegner. Das heißt, es hat sogar was gebracht. Interessant. Schon.
prima. Der Gegner friert gerade ein bisschen. So, dann knacken wir ihn noch schön mit ein paar Überraschungskombos und dann setzen wir den Durchschuss ein. Ich bin gespannt, wie viel Schaden er macht. Ja, das sieht doch nett aus. So, da ist ein Spinnvieh. Der Schnitter muss erst weg. So, Konter, Angriff. So, Gladio ist leider tot. Auch Gladio, ich mag ihn. So, dann retten wir ihn und dann Durchschuss. Prompto ist auch tot, kann das sein? Prompto ist tot und eingefroren. Konter. Dann retten wir Prompto. Lass mich Prompto bitte retten. Danke! Bitte! Und Dämmerbrecher! Das war's. Prima! Du trägst ja den Ring? Ass. Ich musste. Keine Waffen, keine Freunde, keine Wahl. Einer von uns muss ja schließlich den Kristall finden und die Welt retten. Und natürlich auch euch drei Knalltüten beschützen. Gesprochen wie ein wahrer König. Wird auch Zeit. In der Tat. Der Ring ist eine schwere Bürde. Doch du musst sie nicht alleine tragen. Ja, unsere Waffen haben wir zurück. Gemeinsam schaffen wir das schon. So, prima. Welcher Gegner taucht denn hier auf? Oh, hier sind welche. Na, na, lass das. I don't like that. Oh. Ich würde ganz gerne ein bisschen Ausweich-Sanctus-Angriffe setzen. Die machen nicht so viel Schaden, wie ich dachte. Boah, und die Gruppe ist tot. Alter Schwede. Die aktivieren wir da, kann das sein? Ja, sieht so aus. Ja gut, wenn die sowieso explodieren, dann würde ich sagen, ignoriere ich euch mal. Der hat gesessen. Na, siehst du. Dass Ignis noch lebt. Ich meine, Ignis ist blind. Wie kannst du gerade du? Wie kannst du noch leben? Oh, Dämmerbrecher. So, dann beenden wir die Sache mal. Das ging schnell. Ausgezeichnet. So, wir wechseln die Waffe mal. Die Klinge unseres Vaters brauchen wir im Moment nicht. Wir nehmen mal den Donnerkeil. Der macht nämlich mehr Schaden. Und die 19 Punkte in Stärke, die sind nicht so essentiell. Wir gehen erstmal pennen. Sehr schön. Ah, sie waren beide vergiftet. Fantastisch. So, die unterhalten sich jetzt alle hier. Jetzt folgt übrigens das Gespräch mit Noctis und Prompto, was man am Ende von Episode Prompto gerade sehen konnte. So, boah, das wird aber knapp mit der Zeit werden hier. Bitte die Tür auf. Das wird aber sauknapp werden, Freunde. Ich weiß nicht, ob das reicht. Und nun zum Kristall. Muss ich? Ja, ich muss. Zum Glück kann ich hier alle Türen mit links öffnen. Endlich bist du für was nützlich. Ich geh gleich. Ich geh gleich. Meine Fresse, ich sehe gar nichts. Das ist so ein enger Drecksraum hier. Hier zu kämpfen ist unangenehm wie Sau. Darf ich mich heilen? Vielen Dank. Darf ich, ja? Hallo? So, dann würde ich sagen, nutzen wir den wundervollen Moment und zeigen den Gegnern ein bisschen. Aisra finde ich ganz geil. So, das geht doch. So, dann. Was passiert denn hier gerade? Ach du meine Fresse. Verzeih. Ich rette dich mal kurz an. So, wir weichen ein bisschen aus. Wo ist Gladio eigentlich? Gladio lebt doch, oder? Eine Schwachstelle. So, wogegen ist er schwach? Gegen Eis? Das war ein schöner Angriff. Das war knapp. Wir retten dann mal Prompti-Bert. Dann setzen wir einen schönen Konter ein hier. Gegen den Todesabt. So, enge Räume sind immer prima, um Kämpfe gegen sehr viele Gegner durchzuführen. Das kennt man schon aus Dark Souls. Ist immer ein Vergnügen. Wenigstens heilen kann ich euch noch. Ich war Kappa-Dämon. So, ist aber nicht so schlimm. Wir sind nämlich durch hier. Der Kampf ist rum. Boah, Alter, macht er einen Schaden. Ja, jetzt so eine kleine Giftexplosion aus dem Dreck. Und die geht einem hart auf die Eier. Ich brauche eine Pause.
So, ich hoffe, das wäre jetzt auch geklärt. Prima. Ihm ist halt ein HP. Das ist toll. So, der Raum ist ein bisschen größer. Da kommen einige Gegner angeritten. So, Eis. So, da siehst du, das geht doch. Ihr wilden Mäuschen. So, ich werde mich kurz heilen. Und dann versuche ich, die ganzen Goblins zu töten. So, Ignis ist es tot, aber pappalapapp. So, Durchschuss. Prompto hat da einen Lebenspunkt übrig. Das muss. Fuck, der Durchschuss hat 8000 Schaden gemacht. Weil Prompto nur einen Lebenspunkt hat, hat die Waffe ultra viel Schaden verursacht. Richtig geil. Das heißt, der Durchschuss wird auf einmal super nützlich werden mit Prompto. Das heißt, ich mache den sofort nochmal. Und nochmal. Das wird so viel Schaden ballern. Ah, nicht so viel wie vorher, aber ist okay. Die Combo hat ihn verfickt, zerfickt, meine ich. So, wir nehmen uns erstmal. Wir nehmen uns erstmal den MI-Soldaten hier vor. Ich würde ganz gerne hier gucken. So, Gladio ist gar nicht im Raum. Das ist ein bisschen unangenehm. Wäre mir lieb gewesen, wenn er im Raum gewesen wäre. So, Durchschuss. Das rettet mich. Und Prompto vergiftet die Gegner auch noch. Das hat er gut gemacht. So, der MI-Soldat ist noch da hinten. Der ist tot, prima. So, und da haben wir den Schnitter und wir heilen uns erstmal. So, ich kann gerade nicht ausweichen, weil ich keine MP habe. Aber der gute Prompto kann nochmal einen Durchschuss machen. Na, siehst du, das geht doch. So, dann schnappen wir uns mal den Gegner, der ist auch vergiftet. Das heißt, lange wird er hier nicht mehr machen. Und das war's mit dir. So, Prompto, geht's dir gut? Siehst du, geht auch. So, 150.000 Erfahrungspunkte haben wir mittlerweile. Gladio hat sich komplett rausgehalten aus dem Kampf. Ich schätze mal, er hat irgendwo Cupnudeln gegessen. So, und wir können uns endlich zum Boss aufmachen. Das wird ein Fest werden. Ich bin falsch gelaufen, ich alter Vollidiot. Darf ich? Vielen Dank. Hi, Ignis! Tschüss! So, wir müssen in den großen Raum zurück und dann nach rechts gehen, schätze ich mal. Hier müssen wir wohl lang. Ja, hier müssen wir lang. Prima. So, hier vorne, dann geht's nach rechts. Dann sind wir hier in einem Waffenladen. Das ist doch interessant. Das ist doch super interessant. Hier gibt's Items. Hier gibt's Waffen. So, Blutsauger sind Waffen, die ich schon hab. Ja. Das ist okay. Was ist hier? Hier ist elementare Energie gespeichert. Wir können uns ein bisschen Eisfeuer oder Donnermacht mitnehmen. Darf ich? Oh fuck, ja, ich brauche unbedingt Feuer- und Blitzenergie. Ist hier noch irgendwo Blitz? Was ist das? Eine Sammlermünze. Das nehme ich gerne. So, noch so ein Kanister mit Feuer. Ist da noch einer drin? Da ist noch einer. Geil, wir kriegen das voll. Das ist stark. So, Feuer und Eis. Sieht ja einer von euch Blitz irgendwo? Die haben nur Feuer und Eis, kann das sein? Das sieht mir sehr danach aus. Da ist Blitz. Sehr schön, Blitz brauche ich. Geil, dann haben wir jetzt schön viel Elementarshit. So. Nacht, kannst du nicht ein bisschen langsamer laufen? Wegen Ignis? Nee, wegen Gladio. Nee, Ignis. Naja. Wir haben keine Zeit, Leute.
Ihr könnt Ignis gerne tragen, wenn ihr möchtet. Ach ja. So. Ich glaube, das ist Kaiser Idolas. Der Kaiser! Endlich ist der Kaiser wieder da. Alter Finne, was passiert hier denn gerade? Prompto ist schon wieder tot. Ich würde sagen, wir machen das hier. Die ganze Gruppe ist tot durch einen Angriff. Das gefällt mir überhaupt nicht. Darf ich meinen Exekutiven? Nein, darf ich nicht? Okay, keine Exekutive für mich. Darf ich aus der Ecke kommen? Genau. So, okay, da ist der Kaiser. Der Kaiser hat ordentlich gelitten. So, und dann kommt der Dämmerbrecher. Der Kaiser ist schon halb tot, die arme Sau. Ist er gerade abgehauen? Dieses Schwein kam aus dem Boden, hat sich wegteleportiert, hat mich dann aus dem Boden angegriffen. Dieses Drecksvieh. Heil dich bitte. So, Gladius tot, ich rette ihn natürlich. Hier, nimm den Ring! Na, wie gefällt er dir? Ein geiler kleiner Ring, ne? Unverwundbar, ist abgehauen. Was zum Fick? Ich hab Viereck gedrückt. Okay. Man muss offensichtlich entweder Train Perfect das machen oder man muss das. Hui, ich weiß nicht genau, wann ich ausweichen muss. In welchem Moment. Zum Glück kann ich mich heilen. So, Gladio. Gladio ist tot. Das ist sehr schlecht. Er ist unverwundbar gerade. Ich weiß nicht, wann ich ausweichen muss, um den Angriff zu verhindern. Sehr interessant. Kann ich mit dem Schild hier blocken? Kann ich! Na siehst du, dann haben wir das doch gelöst, das Problem. Du alter Scheißer, hier, im Eis. Schild. Ta, da lang noch. So, er macht natürlich mittlerweile. Ein Angriff von ihm reicht aus, um mich zu töten. Aber das ist eigentlich nur egal, denn der Gegner ist fast tot. Blocken. Da ist er wieder. Greifen ihn ein bisschen an. So, ich muss ein Elixier nehmen. Ich habe zu wenig Lebenspunkte gerade. So. So, kannst du mich angreifen? Ich muss hiermit blocken. So, und dann laden wir dich mal ein bisschen. Das ist lecker, das schmeckt mir aber. No, Idolas. Das hat mir aber lecker geschmeckt. Okay, auf zum Lift. Zeit für den Schlussakt. Okay, auf zum Lift. Ja, irgendwie hat es keinen interessiert, was mit dir passiert, Kaiser alter Kapt. Weil du einfach ein dummes Arschloch bist. So, jetzt haben wir es gesagt. Prima, wir sollen zum Lift. Hier ist ein Radio. Darf ich das nutzen? Nein? Gut. Dann würde ich sagen. Hui. Würde ich sagen, speichern wir jetzt. Wir haben ja gerade die Uhr des Todes gehört, übernachten. Und meine Fresse, ey, unsere Truppe stirbt sofort. Das macht die Sache nicht einfacher. Der Kaiser war ein Arschloch. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Der Kaiser kriegt nicht mal ein Bild von Prompto, weil er tot war, logischerweise. Aber er hat auch so kein Bild verdient. Habe ich jetzt gerade gespeichert? Ich habe nicht gespeichert, ne? Ich habe hier bloß gepennt. Kann ich hier dann... Ich kann speichern, das ist gut. Very good. So, dann würde ich sagen, überspeichern wir den hier. So. Und dann gucken wir mal. Prima, ich habe gespeichert.
Und dann gehen wir mal in den geilen kleinen Lift hier. So, meine Sahne schnitten. Prima. Wir sind am Hangar. Wow, riesig. Kommen wir von hier aus zum Zentrallift? Durch das Tor am anderen Ende. Der Hangar ist echt riesig. Guckt euch die ganzen MIs an hier. Euer Majestät, nicht mehr weit bis zu eurem geliebten Kristall. Als Belohnung für deinen bisherigen Erfolg habe ich ein Wiedersehen mit einem Freund arrangiert. Beinahe hätte er zu deiner Familie gehört. Okay. Hallo Ravus. Wir haben uns eine Weile nicht gesehen. So, wenn Boss sagt, bitte tötet mich, ist das immer ein Zeichen dafür, dass er ein dummes Arschloch ist. Verdammt. Ja, bis zum nächsten Mal. Und adios, das kann was werden hier. Ach du Scheiße, ist der schnell. Okay, Gladius tot. Alle bis auf Ignis. Wie kann er alle jetzt schon getötet haben, außer den Blinden? Wie ist das möglich? Können wir ihn aussaugen? Ich find's so lustig, dass Ignis noch lebt. Boah, macht er einen Schaden. Jetzt ist Ignis tot. Oh ja, das wird was. Der Kampf wird toll werden. Welche Schwäche hat er? Er mag kein Feuer. Ne, Feuer ist ihm auch egal. Es kann sein, dass ich vielleicht... Boah, habt ihr das gesehen? Was hat das denn? Geil. Das ist ja fucking awesome. So, Ignis. Dann würde ich sagen, flehen wir mal um unser Leben. Und erfreuen uns an dem Dasein, den du hier gleich frönst. So, ich will bloß noch gucken. Alter, finde, Konfus kann er auch verursachen. Das ist ja richtig scheiße. Ich will sehen, ob ich einen Sanctus-Konter machen kann. Ja, kann ich. Oh ja, er mag keine Lichtattacken. Gut, dann haben wir eine Strategie für die nächste Folge. Adios, die heißen Boys. Adios. Oh ja.